So hilft Social Media bei Skoliose. Irgendwann kam die Frage auf, wie können wir noch mehr Leute erreichen, die Skoliose haben, die vielleicht Leute kennen, die Skoliose haben. Wie können wir einfach die Aufklärung innerhalb der Gesellschaft, innerhalb des Kernspektrums der Jugendlichen, der Kinder noch besser erreichen. Und im Wandel der Zeit sind die sozialen Medien natürlich immer wichtiger geworden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben klein angefangen mit einem kleinen Instagram-Kanal, mit unserer Homepage, die wir zur Verfügung gestellt haben. Und immer wieder auch neue Kanäle dazugenommen, wie TikTok, wie in der Zukunft vielleicht noch andere Medien, auf denen wir dann präsent sein können, euch zeigen können, was ist eine Skoliose, wie kann ich damit umgehen, welche Therapiemöglichkeiten habe ich und wie kann ich vor allem mein Selbstbewusstsein, meinen Umgang mit der Skoliose einfach verbessern und wie kann ich den Leuten zeigen, dass ich stolz darauf bin, was für meine Gesundheit zu tun. Da muss ich sagen, haben wir auch ein bisschen Glück mit den Patienten, die wir bei uns in der Klinik haben. Ganz oft kommen die Patienten zu uns mit aktuellen Trends, die auf TikTok, auf Instagram viral sind, die sie gerne umsetzen wollen, die sie gerne in Bezug auf die Skoliose, in Bezug auf die Therapie, die wir machen, einfach verknüpfen wollen. Und so haben wir ganz, ganz viele Ideen, die wir versuchen, in der Therapiezeit oder in den Zwischenräumen, die wir mal Zeit haben, einfach in coole Videos, in coole Shorts zu packen, um einfach dort in wichtigsten Aspekten einfach das Ganze nochmal zusammenzufassen und mit der gewissen Form oder mit dem gewissen Quäntchen Humor einfach noch zu verpacken. Das Feedback, was wir bekommen von den Patienten, die zum ersten Mal bei uns sind, ist durchweg positiv, was unsere sozialen Medien betrifft. Teilweise haben wir wirklich Patienten, die sagen, wir haben euch ganz zufällig auf unserer For You-Page gesehen, haben Videos von euch gesehen, haben gesehen, bei euch könnte eine Reha richtig cool werden und sind dann im nächsten Schritt zu unserem Orthopäden gegangen, haben die Klinik vorgeschlagen und haben dann gesehen, okay, ich möchte dahin, ich möchte mich mit anderen austauschen, ich möchte mehr über meine Skoliose wissen, ich möchte wissen, was kann ich tun. Und genau. Und wenn die Patienten dann das Haus wieder verlassen, dann sind sie meistens glücklich und einen Schritt weiter als vorher.